JFT, just fair and direct. So, einen wunderschönen guten Abend, oder eigentlich muss man an der Stelle sagen, guten Morgen, denn ich werde dieses Video, was ich jetzt gerade aufnehme, es ist kein Livestream, jetzt irgendwie in den nächsten Stunden hochladen, sodass es, ja, eigentlich, für mich ist es schon heute, denn wir haben schon Dienstag, den 26.11.2024, es ist jetzt 0.17 Uhr an dieser Stelle und ich nehme jetzt mal den DAX Long oder Short für den morgigen Tag, oder für mich, weil ich noch schlafen gehe, morgigen Tag, eigentlich heute, Dienstag für den 26.11.2024 auf. Wir hatten die letzten Tage wenig von mir, denn ich hatte aus technischen Gründen und aus zeitlichen Gründen war es wirklich etwas schwieriger, online zu gehen. Ab Mittwoch würde alles normal sein und wir werden uns den DAX, der ja stark an der Stelle ist, gleich mal anschauen. Auch die US-Märkte waren heute erstmal positiv tendierend. Wir werden mal versuchen, den ein oder anderen Punkt hier herauszuarbeiten, werden mal auf den Chart schauen und ab Mittwoch wird es dann wieder ganz normal losgehen. Am Morgen mit dem DAX Long oder Short und natürlich auch am Nachmittag mit der US Opening Bell. Erstmal ganz kurz der Risikohinweis an dieser Stelle. Lest euch diesen bitte durch, achte bitte grundsätzlich darauf, dass natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere und gegebenenfalls Vortrade definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen, wenn ihr weitere Fragen zu Trading oder aber auch natürlich zu Broker JFT habt, dann wie gewohnt auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. So, und dann switchen wir rauf. Erstmal muss ich UBS an der Stelle wegmachen. Jetzt müssen wir hier mal kurz den Doppler wegnehmen. So, dann sollte das passen mit dem Mikro. Also der Ton sollte jetzt definitiv da sein. Ganz kurz den Blick auf den Webinar und Eventkalender. Morgen gibt es kein Devisenradar. Den Live-Trading wird es geben. Da wird der liebe Andreas Bernstein mit euch zusammen hier morgen um 10 Uhr online gehen. Aber auch die US-Opening wird morgen erstmal nicht stattfinden. Das steht jetzt hier fälschlicherweise drin im Kalender. Ab Mittwoch, da steht es noch nicht drin. Dafür würde ich morgen sorgen, dass das dann für den Mittwoch wieder drin steht. Da werden wir dann nach dem Webinar mit dem lieben Dirk Hilger dann auch entsprechend natürlich, nee, das ist um 15.20 Uhr, das muss auch noch geändert werden, sehe ich gerade. Also nach dem Stream um 15 Uhr werden wir mit Dirk Hilger um 15.20 Uhr entsprechend ins Live-Trading gehen und in Kombination mit dem Stereo-Trader entsprechend natürlich wieder mal die US-Markteröffnung upscreenen. So, schauen wir uns das Ganze jetzt erstmal bezüglich der Headlines an. Wenn man mal so drüber schaut, der ein oder andere wird natürlich etwas intensiver nochmals sich die Headlines in den letzten Tagen angeschaut haben, denn es war sogar so und es kommt sehr, sehr selten vor, dass ich nicht einmal die Trading-Wochenanalyse online stellen konnte, jetzt in den letzten Tagen. Von daher habt ihr da gar nicht meine vorbereitenden Gedanken für die Handelswoche. Und der ein oder andere wird mitbekommen haben, dass Donald Trump ja nun Präsident wird im kommenden Jahr und es gibt jetzt eben immer wieder neue Headlines diesbezüglich und aktuell, wenn man es mal abkürzt, würde ich persönlich den Donald Trump-Faktor als leicht positiv werten aktuell. Und wenn wir jetzt hier mal links lesen, Biden und Macron kündigen für den Libanon einen Waffenstillstand an. Auch das ist erstmal etwas Positives. Auf der anderen Seite liest man, das habe ich jetzt hier erstmal direkt nicht gefunden, aber es ist schlussendlich so, dass Russland Vollgas gibt in Richtung Ukraine, leider Gottes, und dort eben auch eben etwas Land erobern konnte. Das wiederum wäre so ein kleiner negativer Punkt, aber summa summarum, Libanon, Donald Trump, Ukraine, Russland, allesamt trotzdem in der Tendenz leicht aufwärts, aus meiner Sicht zumindest. Und das zeigt ja auch erstmal der DAX. Der hat ja so ein Gap nach oben gesehen jetzt hier mit dem Montagsstart. Hielt sich jetzt auch relativ stabil und ich habe auch gleich da mal, wenn wir auf den Chart schauen, den einen oder anderen Bereich herausgearbeitet, wo es dann idealerweise vielleicht morgen erstmal ein Stück weit nach unten geht, um dann vielleicht gekauft zu werden. Wir schauen in Richtung Bloomberg. Erfreut, das fand ich nämlich auch nicht so nennenswert, viel mehr. Wir werden jetzt nicht den Euro-US-Dollar covern. Nichtsdestotrotz haben wir wieder mal das ein oder andere Statement von der EZB bekommen, welches ein bisschen negativer ist, denn wir hatten kürzlich ja eher so das Statement, dass die EZB kundgetan hat, ja, wir sind unabhängig der Fed, wir machen das, was wir für richtig halten, was da bedeutet, Zinssenkung, auch wenn die Fed nicht darüber nachdenkt oder zumindest nicht in diesem Tempo darüber nachdenkt, wie es gegebenenfalls die EZB beabsichtigt. Und jetzt lesen wir hier, dass eben die EZB dann doch so ein bisschen vorsichtiger sein möchte und eben sollte, sagen wir es mal so, und dass jetzt die Zinssenkungen nicht gerade, ja, schnell vonstatten gehen müssen,
was wiederum auf der anderen Seite auch so ein kleiner negativer Faktor ist. Aber vielleicht hilft dieser kleine negative Faktor dem DAX, dass er kurz nach unten kommt, um dann diese Stärkefaktoren, die wir sie gerade besprochen haben, vielleicht am Ende wieder umzusetzen. Volatilität an der Stelle aktuell bei 14,60. Für den heutigen Tag, also für mich ist heute noch der Montag, auch wenn es jetzt schon spät ist, ist die Volatilität für den S&P 500 allerdings ja am Ende wieder ein Stück weit nach unten gekommen. Mit 4,20 stehen wir aktuell im 14,60er Bereich, was summa summarum natürlich auch ein Zeichen ist für durchaus der Möglichkeit, zumindest der US-Märkte weiter erstmal auf der Aufwärtsseite zu laufen, denn die Ängste, wenn man es vorsichtig so ausdrücken möchte, die gehen da natürlich nach wie vor leicht raus. Auch der Blick in Richtung des Fed-Countdowns spricht ein wenig übergeordnet für die Aufwärtsseite, denn wenn man sich das jetzt hier mal anschaut, ich habe mal den Vergleich diesmal wieder gemacht, sehen wir zwar ganz, ganz kurzfristig für den heutigen Tag, heute also für den Montag, dass dort die Erwartungen eventueller Zinssenkung wieder minimalst nach oben gingen. Aber summa summarum ist es so, dass die Tendenz dann doch in Richtung rechts wandert und entsprechend somit die Zinsen gegebenenfalls nicht ganz so schnell gesenkt werden, was so ein bisschen so Vorsicht bedeutet bezüglich der Zinsen. Aber es ist am Ende nicht ganz so wichtig. Da spielen doch, denke ich, andere Faktoren eher eine Rolle für die Handelswoche. Und wie gesagt, die Aufwärtsseite ist eigentlich das, was ich so ein bisschen mehr, ein Gefühl habe, was da passieren kann. Was ich durch die fehlende Trading-Wochenanalyse noch nicht besprochen habe, aber ich möchte es an der Stelle definitiv mal ansprechen. Donnerstag ist ein US-Feiertag. Ein Bank-Holiday, denn wir werden Thanksgiving haben am 28. November. Also achtet da drauf. Morgen ist zwar erst Dienstag, Mittwoch haben wir nochmal einen Handelstag, aber schon am Mittwoch sind die US-Märkte teilweise schließen diese eher, also achtet da so ein bisschen drauf, aber wir werden auf jeden Fall Mittwoch noch eine normale Eröffnung haben, also man wird aus den Positionen noch rauskommen am Mittwoch, aber Donnerstag ist da eben Bank Holiday. Freitag ist dann auch meistens so ein bisschen halber Handelstag, also höchstwahrscheinlich durch Thanksgiving ist dort ab Mittwochabend so ein bisschen für die Woche dann die Luft raus. Anleiherenditen, 10-jährigen Staatsanleihen, 4,27, hier sind wir auch gerade jetzt am Montag wieder merklich zurückgekommen. Das ist natürlich was Positives für die Aktienmärkte und das Interesse dort an der Stelle ist eher in Richtung Aktien als in Richtung Anleiherenditen. Da waren wir ja zwischenzeitlich schon mal im Bereich 4,50, mittlerweile wieder unter 4,30. Also auch das eher ein positiver Punkt. Summa summarum, wie ich es eben schon erwähnt habe, sehe ich persönlich weitere Möglichkeiten auf der Aufwärtsseite. Wir schauen mal ganz kurz auf den Dow Jones drauf, der da mit einem Gap nach oben reingekommen ist und auch für den heutigen Tag erstmal sehr, sehr stark endete auf dem All-Time-High-Niveau oder auf All-Time-High-Niveau und auch fast auf den Bewegungshochs entsprechend. Also hier ist auch dann aus aktueller Sicht, es kann natürlich in der Asia-Session jetzt auch noch ein Stück weit nach unten gehen, aber selbst wenn es ein paar Pünktchen nach unten geht, ist es nicht schlimm. Die US-Märkte sind auch erstmal eher grün sprechend als am Ende dort rot sprechend. So, und dann schauen wir das Ganze mal kurz im DAX an für den morgigen Tag. Für mich persönlich natürlich wird morgen auf der Autobahn sein kein Handelstag, aber ich fange jetzt an, auch schon wieder so ein bisschen Gedanken mir zu machen, um gegebenenfalls am Mittwoch, Donnerstag wird der DAX natürlich offen haben und auch am Freitag, aber da kann sein, dass nicht ganz so viel los ist, aber vielleicht am Mittwoch dann schon mal den einen oder anderen Trade zu setzen. Somit wäre es für mich natürlich jetzt interessant zu schauen, okay, wie wird der DAX mit den zwei von mir hier gesetzten Bereichen umgehen? Und da will ich mal mein Zeichentool kurz nehmen und die Gedanken für den morgigen Tag so ein bisschen kundtun. Wir haben den Bereich, der ist so im Mittel, Moment, da muss ich das Zeichentool nochmal kurz ausmachen und das mal kurz hier einblenden. Also wir haben hier im Mittel so Pi mal Daumen den 19.255er Bereich, der jetzt hier unten ist und hier oben diese Zone liegt im Bereich 545, 550, so Pi mal Daumen im Mittel. Und was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass durchaus der DAX das Potenzial hat, erstmal vielleicht nochmal so ein bisschen Luft zu holen. Es könnte sein, dass der wirklich nur so Luft holt, also dass er jetzt nochmal so in Richtung der heutigen Tagestiefs läuft und dann direkt erstmal wieder so ein bisschen die Tendenz nach oben sieht. Dann ist es mitunter ein bisschen blöder, hier jetzt eben entsprechend, weil durchaus hier in dieser Zone, die so um die Marke 4,30 Pi mal Daumen liegt, dass wir hier schon wieder zum Erliegen kommen, also gar nicht bis nach oben durchlaufen, bedeutet, der Kauf hier unten, da muss man prüfen, ob das ausreicht.
Ne? Interessanter wäre es durchaus, dass wir wirklich in diese Zone hier unten reinkommen, er sich hier unten fängt und dann entsprechend die Long-Seite einkehrt, eventuell zurück in Richtung 400, 420. Ideal natürlich, dass wir vielleicht sogar durchstarten bis in Richtung der All-Time-Highs im DAX, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da dann auch erstmal so ein bisschen die Luft raus ist. Gerade muss man dann natürlich auch schauen, was machen die US-Märkte, wenn die natürlich weiter nach oben drücken, dann ist es für den DAX auch durchaus denkbar, dass der auch die Hochs erstmal direkt rausholt und damit dann höchstwahrscheinlich auch neue All-Time-Highs ausbauen kann. Also der Kauf da unten, also das Szenario, was ich jetzt, oder die zwei Szenarien, die ich jetzt gerade einzeichnete, eigentlich die interessanten. Ich würde hier unten, das ist so ein bisschen so ein kleiner richtungsentscheidender Bereich, das mache ich jetzt nochmal in blau und mache da mal ein Viereck, zeichne das nochmal ein, ich würde diese Zone hier unten, ich habe das ein bisschen mit dem Laptop so ein bisschen tricky hier, und wir haben, das habe ich jetzt noch nicht direkt in den Chart eingezeichnet, aber ich muss jetzt aber nochmal ganz kurz gucken, wir haben hier unten so um die Marke knapp unter der 100, ja, so 19.090, da kommt dann so die nächste Zone, bedeutet, dass durchaus das Potenzial dann besteht. Ich wäre dann nämlich ein bisschen vorsichtig mit Käufen, was also der Bereich dazwischen betrifft, also so 330 bis in diese Zone 90 hier runter. Da kann es dann eben auch auf der Abwärtsseite vonstatten gehen. Also vielleicht findet man, entschuldigt das bisschen komische Einzeichnen, vielleicht findet man hier irgendwie so mit so einem Retest irgendwie die Möglichkeit auf der Abwärtsseite. Das wäre etwas, denn die nächste eigentlich potenzielle Kaufzone, die kommt wiederum hier unten. Und also hier so, na, das wäre dann auch so der nächste Kaufbereich, na, für die Käuferseite. Entweder hier, ne, das Szenario, eventuell Short bis darunter, könnte man mal gucken. Und da unten wäre dann natürlich wieder ein Long möglich. Dazwischen nichts tun, also für mich zumindest nichts tun. Ne, abwarten und schauen, was er da am Ende macht. Weil man könnte dann eben auch abwarten, ne, wenn der unter diese Zone kommt, dann lasst ihn da erstmal machen. Und wenn er dann wieder drüber kommt, ne, und ne, Moment. Jetzt machen wir mal einen richtigen Pfeil. So. Wenn wir dann wieder rüberkommen hier, ne, und dann so eine Retest-Situation hier sehen, dann wäre da eben dann auch durchaus hier, ne, das wäre dann auch ein Long und sowas in der Art. Short oben grundsätzlich ja, aber schauen, was die US-Märkte machen. Wie ich eben schon sagte, wenn die weiterhin die All-Time-Highs immer wieder ausbauen, Druck nach oben, vielleicht sogar Momentum nach oben aufbauen, dann, also Reaktion kann hier trotzdem kommen, aber ob die am Ende ausreichend ist, um hier irgendwie was rauszuziehen, da wäre ich dann vorsichtig. Nichtsdestotrotz, das ist eine Short-Zone und wenn vielleicht in dem Moment, wenn der DAX da reinläuft, sogar die US-Märkte ein bisschen nach unten drücken, dann könnte ich es mir durchaus vorstellen, dass wir da die eine oder andere Chance vielleicht bekommen auf der Abwärtsseite. Somit haben wir schon für den morgigen Tag erstmal so ein paar Szenarien besprochen. Ich persönlich schaue es mir dann morgen Abend auch an, wenn ich wieder im Office sitze, wie hat der Markt entsprechend reagiert. Kamen die Käufer schon aggressiv rein, führte es aber vielleicht auch dazu, dass wir ein bisschen tiefer Luft geholt haben, um dann wieder nach oben zu laufen. Und die Ergebnisse daraus, wie sich dann eben jetzt ja, am morgigen Tag quasi der DAX bewegt, das wiederum werden wir dann am Mittwoch gemeinsam aufbereiten und vorbereiten und gegebenenfalls da natürlich dann den ein oder anderen Trade setzen. Somit habe ich jetzt hier von unterwegs den einen oder anderen Gedanken aufgebaut für den lieben DAX. Ich werde jetzt zusehen, ein bisschen kürzer als normal, dass ich dieses Video jetzt gleich dann euch noch online stelle und euch zur Verfügung stelle. Und dann hören wir uns, wie eben schon erwähnt, am Mittwoch wieder ganz normal mit allen Streams und dann auch live. Und ich habe jetzt Video hochgeladen. In diesem Sinne euch einen wunderbaren Handelstag. Bis dahin euch nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao. Tschüss. JFT. Just fair and direct.